Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in Heu. Die Front, ja, die steht still aktuell und wir haben Panzer gekesselt. Also unsere Panzer wurden gekesselt, was nicht so optimal ist. Insgesamt haben wir mehr vom Sobel gekesselt. Ja, wir haben nämlich hier nicht ganz bemerkt und das war jetzt hier gerade eben dumm. Denn du kannst dann da angreifen, von hier nach hier. Wir haben nicht ganz bemerkt, dass wir hier unsere Truppen nicht abziehen können, was aber natürlich total logisch ist. Aber ja, wir versuchen natürlich das Beste. Hier oben können wir auch noch Provinz für Provinz vorrücken. Und wir haben bestimmt einen Plan B, oder, Daniel? Was? Warum Plan B? Haben wir irgendeinen Plan, wie wir da durchkommen jetzt? Ich meine, es ist ja die Standardsituation. Die passiert ja in jeder Multiplayer-Runde immer. Ja. Was macht man dagegen? Nee, aber du hast halt nicht in jeder Multiplayer-Runde, dass der Sobel 2 Jahre länger Zeit hat und dann auch Luftwaffe baut. Mhm. Weil normalerweise wartest du jetzt, bombardierst den Bunker hier und wenn der Bunker kaputt ist, fährst du mit den Panzern durch. Okay. Das können wir aber nicht machen, weil wir Red Air haben, weil er mehr Flughäfen hat. Witzige Story ist jetzt aber, der Gegner steht ja sogar hier auf der Ebene, ohne Bunker, nur mit Infanterie. Ja, aber was bringt uns da durchzubrechen? Dann stellen wir halt dann dabei vor der anderen. Mhm. Bringt ja nicht viel. Stimmt. Danke, dass wir eine Info bekommen. Ja, damit hat England uns den Krieg erklärt. So viel, ja, what the fuck? Okay. Guck dir unseren tollen Westwall an, den wir haben, Heiko. Ich mach das gerade schon. Machst du das kurz? Okay. Ja, bitte. Also du kannst die erste hab ich schon, die zweite kannst du auswählen. Die pinke Armee. Die andere. Wie da meinst du? Ja, genau, ist gleich. Wir ziehen mal die 20 Panzer aus Norwegen, da warum auch immer, wieder ab. Warum marschiert UK jetzt bei uns ein? Das ist doch total bescheuert. Keine Ahnung, aber das finde ich super. Dann habe ich eine neue Front, an der ich kämpfen kann. Oh fuck, wir verlieren den Spanien-Boden. Ja. Ja. Wow, Spanien. Hilfe, nein. Können wir Spanien irgendwie auch freilassen? Ist das erlaubt? Nee, ist nicht erlaubt. Ja, könnten wir aber theoretisch. Ist aber nicht verboten. Schickst aber du Truppen? Du schickst Truppen nach Frankreich. Okay. Nach Spanien, okay. Ja, ja. Ich... Ja, du kannst ja dann auch ruhig von den, Frankreich? Ja, Frankreich. Frankreich mit uns im Krieg. Es gibt in Frankreich? Ja, irgendwo. Oh, ich finde es ein Turtle. Gameboy, mach mal U-Boote raus, ne? Wohin? Channel. Achso, ja, aber ich muss auch meine Küste. Sollen wir mal mehr Infanterievorlage 1. Na, wir haben jetzt eh schon 100 U-Boote im Channel, das sollte eigentlich reichen. Ich produziere trotzdem mal noch 24 Infanterievorlage 1, das wäre halt einfach. Ah, Pop-Up-Spam! Oh nein, ich muss eh, wenn der Brite den Krieg erklärt. Ha, wir haben schon einen Konvoi versenkt, ja. Krieg! Und gewonnen! Nice. Ah, lol. Gameboy, bemühst du dich überhaupt, die Panzer da zu befreien, oder ist dir das egal? Wie denn? Er hat gerade noch eine Einheit, noch eine Provinz rechts von uns weggedrückt. Ich glaube, ich verstehe dieses Spiel einfach nicht, warum die uns durchbrechen, die Infanterie. Ich verstehe das Spiel einfach nicht. Warte, was bricht uns? Ja, die Infanterie bin ich, die angreife. Unsere Panzer. Obwohl das eigentlich physikalisch unmöglich ist, hätte ich gesagt. Das Infanterie mit einfach nur Waffenpanzer brechen kann. Ja, geht schon. Ja, wie dann? Willst du nicht mit Panzer, mit einer Waffe auf Panzer schießen? Was hat denn unsere Infanterie für... Ich kann gerade noch, weil wir noch nicht im Krieg sind, noch bei den Briten anlegen. Das ist wunderbar. Sehr schön. Spreng den Hafen in die Luft. Ja, ja, einfach mit einem U-Boot reinfahren und in die Luft jagen. Auch die Briten haben ja in Spanien hohen Widerstand, ey. Ja. Ist dann wieder quasi ein historisches Game, außer dass wir 2 Jahre zurück in den Sowjetunion einmischt sind. Super, gegen wen kämpfen wir jetzt alles? Briten. Hey, gegen ganz Afrika gefühlt.
Ja, Afrika, das ist ja alles in Briten. Nachdem wir Frankreich erobert haben. Ja. Hey. Nee, Gibraltar ist gefallen. Wir haben einen Panzer in... Ah, okay, das ist irgendein niederländischer Panzer. Oh, jetzt kommen die Konvois rein. Alter, nice. Schießt gerade Konvois, oder? Ja, im Channel. Wie gesagt, wir haben 100 U-Boote im Channel. Sehr schön, sehr schön. Liegen da gerade eben skandinavische U-Boote in London quasi an. Wie gesagt, ich kann da noch in den Hafen rein. Nice. Also meine Leute machen da noch Urlaub. Viel Spaß. Bomben die uns eigentlich irgendwo? Nee, okay. Ah, da gerade der Channel, Alter, nice. Oh, die haben Naval Bombers im Channel. Mhm. Aber die sollten, glaube ich, ein bisschen Problem. Der Sowjet bricht bei einem Provinz durch. Okay. Warum? Ah, jetzt müsste ich theoretisch da. Ja, jetzt müssen wir noch Flugzeuge. Also, wie sagen wir die Luft überlegen halt die Sowjets überall? Ja, ich sag ja, die konnten ultra viel produzieren. Was waren denn die anderen? Können die mal irgendwo beim Sowjet durchbrechen oder so? Kann jemand mal dem Byzantinischen Reich sagen, die sollen sich mal beeilen? Kann ja nicht sein. Wie steht's eigentlich zwischen USA und Japan? Mittelstand. Ich mach mal unsere gesamte Armee Pax rein. Gute Idee. Könnt ihr euch das leisten? Ja, natürlich. Wir hatten 15.000 Pax auf Lager. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Wahrscheinlich von den ganzen Ländern, die ihr erobert habt. Ja, was haben wir denn schon erobert? Frankreich, Spanien. Aber in Niederlande wahrscheinlich. Wir hätten viele Pax. Niederlande, AK Benelux. Heiko, liest keinen Chat mehr. Doch, ich lese den Chat. Er wurde nur sehr zugespammt gegen uns. Warum fingiert Mexiko gegen uns? Und es landet irgendjemand bei uns. Es landet jemand in Benelux. Ja, mit einer Division. Bitte. Ja, soll er mal versuchen. Ich schicke unsere 18 Panzer dahin. Hallo Konstantin. Heiko, mach du mal Ostfront. Ich mache Westfront. Oh nein. Oh, wir haben 19 U-Boote im Westen verloren. Warum? Das sind aber die alten, das sind die 1936. Ostfront managen ist aber so langweilig. Man guckt, ob irgendwas rot wird, dann wird man panisch und Achtung, Gameboy Game. Was? Ja, was soll ich denn dagegen machen? Der Brite hat gerade 30 U-Boote von uns vernichtet. Der Sowjet kommt gerade in Leningrad durch. Aber keins von den neuen. Der Gameboy zieh dich zurück. Durch. Auf diese Rückzugslinie hier. Schnell. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Aber unsere Panzer leben ja noch. Keine Sorge, ihr macht einfach mit dem Panzer gleich einen Kessel. Das schafft er. Als ob die keine strategische Überlegung jetzt gemacht haben. Die Ostfront kollabiert gerade. Ja, helf du mal an der Ostfront oder so. Musste jetzt gerade erstmal da oben stabilisieren. So, das ist stabilisiert. Ach Gott, ich hasse Deutschland spielen und Ostfront. Positiver. Ich würde gerne in Briten landen jetzt. Da ist die Royal Navy, ich hol die Kriegsmarine, wir machen die weg. Was haben die denn für Panzer? Stärkere, habe ich das Gefühl. Ja, das merke ich gerade auch. Wer braucht schon die Ostfront? Wir gehen einfach in die britische Inseln, da können wir auch überleben. Wir haben schon mehr Panzer als die. Vielleicht sind die, keine Ahnung, die besser sind. Keine Ahnung. Ich glaube, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die schon beim Modernen oder sowas und sind da durchgetaggt oder so. Dürfen sie nicht. Ja, ich weiß. Aber die haben halt länger Panzer 3. Wir haben jetzt Panzer 3 erst seit einem halben Jahr. Oder ein bisschen länger, keine Ahnung. Und die hatten sie schon ein Jahr früher, glaube ich. Nein, Leute, bitte hört auf zu behaupten, dass ich den Twitch-Chat nicht lese. Da werde ich immer sehr empfindlich. Ich lese. Ich habe Restream offen. Ich sehe jeden Chat. Ich sehe alle Chats in einem. Ich habe euch ja die Engländer den Krieg erklärt, ne? Das ist ja eine scheiß KI, deswegen. Achso, der ist KI. Da in England rein, ne?
Okay. Der also hat schon ich lese vernichtet. Alle Chats, es ist nur so, bei mir kommt alles auf einmal rein. Sprich, wenn da eine Nachricht von Twitch kommt und dann 10 von YouTube, dann sieht es für euch auf Twitch so aus, als ob da nur eine Nachricht steht und oh, er liest den Twitch-Chat nicht. Für mich kommt aber alles auf einmal rein. Da kann sein, das ist einfach inzwischen durch. Ich lese alle Chats. Ich lese meine Sprachnachricht hatte ich aber gerade erreicht. Welche Sprachnachricht? Also, wie gesagt, bitte kein Seelöwe gegen KI England. Warum? Die haben uns den Krieg erklärt. Haben, was halt ein Spieler nicht gemacht hätte. Ja, aber was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir jetzt die ganze... Ja, genau. Naja, das ist eine KI, die wird halt sowieso nicht wirklich anlanden. Ja, sie hat gerade schon in den Niederlanden gelandet. Ja, oder haben ja aber so oder so hättet ihr ja Division frei, ob die jetzt halt bei euch... Können sie erobern und danach freilassen. ...wegen Attritioning oder jetzt halt im Atlantikwall. Und außerdem, England hat halt momentan... Ne, wir haben halt Truppen aus Finnland abgezogen. Nicht 18, wirklich 18, Division 18. zur Verfügung, also das ist halt echt keine. Ja gut, es ist aber die letzte Runde, die KI hat scheiße gebaut, dann können wir da jetzt noch schnell einmarschieren, wir lassen es dann halt frei oder so. Ist dann auch für die Zuschauer angenehm. Dann aus deiner Sicht der letzte Spieltag werden, oder wie? Ja, keine Ahnung, ja. Ich dachte, das soll der letzte Spieltag werden. Ja, ich dachte ja auch, dass das hier mit der Sowjetunion schneller gehen würde, ja, aber das ist doch deutlich gebalanced, als ich halt ander. Nee, die Sowjets werden uns höchstwahrscheinlich besiegen. Ja genau, deswegen wollen wir jetzt noch bei Briten anlanden, dass wir einfach ein Erfolgserlebnis haben. Ja gut, dann... Der Sowjet hat einfach mit der Kombination von Luftwaffe und der, also am Anfang hatten wir mehr, aber da konnten wir sie nicht nutzen, weil wir keine Flugkräfte dafür hatten. Und jetzt, wo wir sie nutzen können, hat er viele von uns besiegt und wir haben zu viel Kass produziert auf jeden Fall. Na gut, na, wenn ihr dann halt England erobert, ne? 6 Tage. Muss ich mal kurz nachgucken. Nein, ach ja, die werden ja eh nicht kapitulieren. Stimmt, weil Frankreich ist ja noch ein Major. Hä? Sind die nicht Puppet Frankreich? Nee. Frankreich doch. Existiert ja noch auf ja, der Pazifik. Aber Frankreich ist eine Puppet und damit doch kein Major. Ja, die aber sind Frankreich Major. Ist trotzdem eine Major. Ich sehe es ja gerade. Okay. Die gelten als Major. Okay. Was ist in Japan passiert? Interessant. Wollen vielleicht genau, mal die anderen Fall. Irgendwas gegen, ich meine, der russische auch Krieg gegen Byzanz und so, wollen die vielleicht mal irgendwas machen? Nee, die haben einen RP-Peace-Deal da halt ausgehandelt. Nur halt gameplay-technisch könnten, also das, der Peace-Deal war. Leute, die Schlacht. Die Kriegsmarine kämpft gegen die Royal Navy. Wir haben die Royal Navy versenkt. 3 Carrier. Halt haben die Royal Navy versenkt? Genau, ja, gewisse Gebiete halt in der Ukraine gehen an Rumänien und der Byzanz kriegt halt Türkei und Irak. Nur gameplay-technisch können die jetzt halt keinen Frieden schließen. Krieg auf die Schlacht. Oben auf die Schlacht. Ja, guckt ihr, ja. Was ihr versenkt. Oder haben wir das? Nee, das haben wir gar nicht versenkt. Ich hab falsch geguckt. Ich bin behindert. Aber jetzt haben wir Green Dings. Nee, haben wir nicht. Wir haben keinen Green. Ah, wir haben keinen Green mehr. Oh, nee, ich hab falsch geguckt. Ich dachte, wir hätten gewonnen. Wir haben nicht verloren, aber wir haben einen Unentschieden gehabt. Jetzt nochmal, Heiko, das ist dann... Deiner Meinung nach der letzte Spieltag. Achso, nee, also wenn wir jetzt natürlich noch eine Chance, aber wenn der Sowjet uns halt, was ist mit dem Japaner? Soll der raus, oder? Hm? Der Japaner ist rausgeflogen. Oh. Ja, natürlich ohne was zu sagen, das ist ja scheiße. Ja, find das mal bitte ganz schnell raus, weil ich muss halt entweder KI annehmen oder nicht. Wenn er halt rejoinen will, dann nehme ich die KI natürlich nicht an. Wenn er nicht rejoinen will, dann muss ich die KI annehmen, weil sonst tot. Jetzt haben wir keine Naval Supremacy mehr, weil die... Ja, schade. Ich war schon so froh, dass wir die Navy... Da habe ich in den falschen Tab geguckt. Ich habe in den Tab geguckt, die aus der Schlacht zurückgezogen haben. Ah, okay. Nicht die, die versenkt haben. Weil ich habe so einen Mod, der macht das jetzt anders da. Der zeigt das Ganze anders da an. Panzerung 86 haben die feindlichen Panzer. Aha. Da kommen wir schon durch. Wir haben sogar mehr Panzerung ja, als die. Der Japaner wurde voll irgendwie gekickt, meinte er. Egal, auf jeden Fall nicht seine Schuld, der könnte jetzt nochmal schnell joinen. Ja, das soll doch schnell hot joinen. Ich kann, wir haben mehr Luftwaffe, wir haben doppelt so viel, nee, nicht doch, aber locker 40%, 50% mehr Jäger als er in der Luft. Und wir haben trotzdem Red Air, in Weißrussland zum Beispiel. Okay, sollen wir es vielleicht irgendwohin zurückziehen und dann unsere Luftabwehr da einsetzen? Wir sind deutsch, wir ziehen uns nicht zurück. Okay. Nein, keine Ahnung. Wir müssen halt irgendeinen Plan haben, wie wir gewinnen.
Notfalls mit Atombomben oder so. 330 Tage. Okay, ich habe ihre Dings infiltriert. Sie haben circa 6 bis 17 Panzer 2, also zweite Dings. Ja, wir haben mehr. Ja, 6 aber bis 17. Trotzdem, also sie haben von dem Typ mit diesen Schaufeln haben sie 42 bis 512. Ja, es ist halt einfach die Kombination aus Luftwaffe und Attrition bei uns, die uns das Genick bricht. Und das halt einfach 2 Jahre früher, weil er hatte null Luftwaffe, hätten wir in historisch 41 angegriffen. Der ist aber halt wirklich, ja. Wenn er nicht diese Massen an Einheiten hätte, wäre er halt wirklich am Arsch. Also diese ja, die Massen sind ja überhaupt kein Problem. Es ging halt nur darum, weil er konnte in diesen 2 Jahren bestimmt seine Panzer verdoppeln und seine Luftwaffe irgendwie überhaupt bauen. Die Panzer, wie gesagt, habt ihr viel mehr. Ja, aber wenn er Panzer also ich weiß natürlich Luftwaffe nicht, was er für Panzer hat, das kann ich nicht sehen. Aber wie gesagt, die Panzer, die er hat, sind viel, viel weniger als eure. Ja, jetzt wird noch ein anderer rausgeschmissen. Zögert sich doch noch mal um. Die sollen sofort hot schon. Ich mache in 2 Minuten weiter. Ja. Okay, was? Ein paar Fragen, bis wir nicht streamen. Meistens noch ein paar Minuten. Dann ist Heu meistens vorbei, weil dann können viele nicht mehr. Und dann werden wir, mache ich meistens noch so ein bisschen Just Chatting neben danach. Und Atombomben, ja, wir sind dabei. 300 Tage. Ist ja fast gleich. Ja, ja. Na, quasi. Und ja, dann schauen wir mal. Sehr gut, Claudius joint wenigstens schnell. Na gut, das Ziel ist einfach, bis Ende des Projektes unseren Namen schön groß zu machen, damit das auf Thumbnails gut aussieht. Achso, stimmt, ich könnte mal ein Thumbnail mit Arische bunt machen. Das würde auf jeden Fall die Klickzahlen in die Höhe treiben. Weil im Moment sind wir doch schön groß. Stimmt. Der Brit ist jetzt auch wieder da. Na, vielleicht organisiert er seine Navy um, wir können landen. Das wäre cool. Aber bestimmt hat er das gehört. Die Frage ist halt jetzt, ob der Brite gar nichts mehr machen darf und es jetzt einfach Peace ist, obwohl halt auf dem Papier. Wir landen da jetzt. Okay. Meinetwegen. Brauchen den Erfolg. Hiroshima in Moskau. Ja. 20 Sekunden, dann kommt der Rumäne, wunderbar. Ich glaube, im Discord-Chat wird gerade eben schon wieder irgendwas ausgehandelt, dem ich keine Ahnung habe. Ich schaue gerade mal, wie viele Nachrichten wir eigentlich in diesem Livestream schon geschafft haben. Wenn ich das richtig sehe, dann haben wir 1035 Nachrichten. Das heißt, vorher müsste irgendwo die Nachricht gekommen sein, dass wir 1000 Nachrichten erreicht haben und ich habe es nicht gesehen. Tragisch. Ich gucke nie auf den Chat. Ja, tut mir echt leid. Ich gucke schon auf den Chat, aber wenn da halt in einer Minute 100 Nachrichten reinkommen, dann lese ich nicht alles. Das passiert mir auch teilweise, ich gucke meine eigenen Videos und dann sehe ich irgendwie im Chat eine richtig interessante Frage, wo ich mir denke, boah, da hätte ich so eine geile Antwort drauf geben können. Habe ich aber nicht, weil ich es nicht gesehen und gehört habe. Hey, du hast 1,6 Sekunden für jede fucking, um jede Dings zu beantworten. Das solltest du auch hinbekommen. Also zu lesen und zu beantworten. Ja, ist ja voll entspannt, gell, so Livestream veranstalten, nebenher noch Heu spielen, so den Chat die ganze Zeit lesen. Meistens gibt es dann noch irgendwelche Fragen zum Projekt, die man beantwortet. Das macht man easy, das ist voll stressfrei. Tilo, du bist halt schon zum zweiten Mal da. Warum eigentlich? Heiko, dritte Mal. Dritte Mal schon. Hieß es nicht mal, Atombomben sind verboten? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Vor allem diese Runde nicht. Wir haben nur nie welche benutzt, weil wir halt nie dazu kamen. Atombomben sind ultraschwach. Ja, die sind nicht so schnell, wie man denkt. Beziehungsweise, sie sind ultraschwach
im Vergleich zu dem, was sie eigentlich verursachen sollten. Na, das, du musst halt gucken, du kannst mit Atombombe durch jede Division durchbrechen. Ja, eigentlich sollte die Division dann weg sein. Ja, klar. Der Stream macht heusüchtig. Es tut mir leid. Historisch klar, aber in Game sind die schon richtig stark. Weil du kannst mit Indien Mitte 43 Atombomben haben. Ja gut, das ist auch als Deutscher, wo du einfach mit den Tigern durchfährst. Und dann machst du eine Atombombe drauf, dann sind die Tiger weg. Also die, das, die Equipment verlierst du ja trotzdem, das Equipment. Es ist halt einfach nur, dass die Division noch da ist. Aber die hat halt nichts mehr drin. Eine Bombe zu produzieren ist anstrengender als das Equipment. Du musst halt, der Deutsche muss halt, oder halt der Gegner muss nur eine Sekunde keine Luftüberlegenheit haben und dann bombst du. Ja, trotzdem ist es halt, für so einen Panzer Nachschub zu organisieren und zu produzieren etc. ist halt tausendmal einfacher als, Nee. Für eine Nuke brauchst du nix, für einen Panzer brauchst du Ressourcen. Ja, also eine Nuke ist, glaube ich... Nuke kostet ja nix. Gameboy, wie machen wir das im Norden? Sollen wir uns da jetzt zurückziehen oder... Weil die ganzen Truppen rechts werden ja gleich gekesselt. Was ist eigentlich mit den Panzern passiert? Sind die gestorben? Ja, wahrscheinlich. Ach. Also Gameboy, sollen wir uns da irgendwo hierhin zurückziehen, oder? Klingt nicht schlecht. Ja. Ich hasse es. Ich hasse es. Lieber strategisch zurückziehen, als dass wir am Ende komplett aufs Maul kriegen. Okay, haben wir irgendwas, auf das wir hoffen können? Ah ja, genau, vielleicht noch kurz... Winter, keine Ahnung. Hilft uns der Winter aus, wenn wir verteidigen? Ja, aber wir... Eigentlich ja, ja schon. Ich weiß halt nicht, wie die sowjetischen Generäle im Winter sind. Die haben ja nirgendwo im Winter gekämpft, die haben ja nur in Anatolien gekämpft. Die Frage war, also eine Aussage war, wir brauchen Gas wie im Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob das hier was bringen würde. Ja, Gas haben wir leider schon woanders benutzt. Es gibt auch Mods, wo so Gasartillerie, die gibt es dann auch. Erster Weltkriegsmod zum Beispiel? Ja, aber das sind dann auch die Mods, da dauert ein Projekt so 500 Wochen. Wie kann man Abonnent werden auf dem Discord? Wenn du auf den Discord joinst, kommen da eigentlich 5 Millionen Meldungen, die sagen, jo, bitte geh in die Vorstellungsrunde und stell dich da vor. Und dann kriegt man Abonnentenrang und dann sieht man überhaupt, der ist der meiste Großteil vom Discord. Dann halt, was hältst du von der Handelszone, die China gegründet hat? Ja, das ist natürlich immer schlecht, wenn sich andere Handelszonen gründen. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm wie andere wirtschaftspolitische Maßnahmen der Chinesen, siehe vorher. Aber ja, ist natürlich sehr von China dominiert. Ich glaube, Indien sind jetzt beigetreten oder nicht? Ich glaube, die hat nämlich da Bedenken und andere Länder auch, zu Recht. Michael, schau kurz die Regeln an. In den Regeln muss man bedenken, da ist unten ein riesen Blob, der neu ist und nur der Blob gilt. Also die Regeln, die oben stehen, gelten nicht. Sterben überhaupt Menschen in-game? Ja, sterben ständig Menschen in-game. Wir haben schon 457.000 Deutsche verloren. Nur? Ja. Das ist ja richtig super. Wie viele haben die Sowjets verloren? 2,5 Millionen. Siehste, läuft doch. Hey, zusammen nur eine Mille, also es geht ja noch. Oh, Achtung, wir verlieren hier gleich die Flieger wahrscheinlich. Den Flughafen. Die ziehen sich automatisch zurück. Ah, okay. Das sind die Flieger. Ach, die haben sich aus Leningrad zurück. Ja, ich ziehe die immer weg. Weil die übersteckt sind. Heiko, wenn du apropos irgendwo gerade ganz dringend was gegen Sowjet brauchst, wir haben Schiffe von dem, ne? Von wem haben wir Schiffe? Vom Sowjet. Ah, okay. Chiffre. Chiffre jetzt, okay. Chiffre. Ja, wir und, sollten halt erstmal gegen den überleben, das ist ja so das Wichtigste. Nur als Info. Ja, aber Chiffre hilft ja beim Überleben. Ja, übrigens, wir brechen ihm seine Panzer nicht mehr. Keine Ahnung, wie gesagt, also, wir müssen wie gesagt, das wirklich Infanterie alles mal bricht neu organisieren. Wir, unsere Panzer und so, unsere gesamten Einheiten können nichts mehr, weil die kein Öl und nichts haben. Das müssen wir alles. Wir haben Öl, das liegt an dem Supply. Ja, meine ich ja, kein Supply, Entschuldigung. Also, dass wir halt gucken, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen, dass da wirklich nur noch Einheiten stehen, die da auch stehen müssen, alles Unnötige raus, weil es bringt uns ja sonst nichts. Wieso sagst du mir nicht, dass du Operation Seelöwe machst? Hab ich doch gesagt. Ach so. Du hast gesagt, guck mal Dover. Ach so. Ich würde Angriffsbefehl auf London geben. So, jetzt habe ich ihn gegeben. Habe ich doch schon gegeben. Psst. Ja, Heiko, hast du gegeben. Na, wegen ist positive Nachricht. Ja, ich kümmere mich um Großbritannien, weil ich glaube ich für YouTube interessanter und du guckst mal, dass du nicht
Ich sehe jetzt ja schon wieder die Nachrichten. Ich schicke dir nur schon mal Divisionenpeilen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Wir haben unseren Westwall dahin geschickt. Den brauchen wir jetzt Achtung, hoffentlich. Achtung, die Einheiten links kommen. Ich gucke mal. Wo denn? Was markiert? Playmoth oder wie die heißen? Nee, sorry. Hier laufen aber Einheiten auf euch zu. Ach, da meinst du es? Ja, da. Ja. What the fuck, London ist schon irgendwie vor 12 Stunden gefallen oder so. Es sind ein bisschen langsamer. Mann, sind die schlecht im Twittern. Also mal Donald Trump als Präsidenten. Ja, ist so. Events ploppen 70% schneller auf. AKA Boris Johnson. Jetzt haben wir das Problem, dass diese KI so ein scheiß Management hat und jetzt Truppen von der gesamten Front abziehen, um diese eine Lücke dazu schließen. Ja, es. Anstatt irgendwie die Division, die daneben steht, zu nehmen. Nein, mein Plan ist nicht aufgegangen. Wieso ist Glasgow die Hauptstadt? Heiko, guck mal, weil ich probiert habe. Weil der Rest der Brot ist? Ja, ich weiß, dass du da Truppen landen hast lassen, aber warum? Ja, einfach mal, um von hinten rein zu rushen. Um zu gucken. Die haben sogar zwei Panzer da, hä? Naja, also drastische Maßnahmen von ihm. Ich glaube, die haben zu viele Panzer, wenn die da Panzer einschicken. Nein, haben sie nicht, das ist ja das Lustige. Ja, wieso schicken die Panzer dahin? Ja, weil sie wahrscheinlich nicht an der Front gebraucht werden, beziehungsweise halt da Attrition nur verursachen. Ja, die Front ist ja auch, glaube ich, einfach, ich glaube, die bricht gerade zusammen. Also, wie gesagt, die haben halt 3 bis 23 einmal schwere Panzer und 1 bis 2 schnelle Panzer, halt eigentlich die Standarddinger noch. Ja, die Auswahl besteht einfach nur daraus, dass ich versuche, so viele Infanteriedivisionen wie es gibt zu retten. Also, die haben halt 9 bis 76 Combat-Inf. Und dann halt diese, wie gesagt, diese Schaufeln sind halt 45 bis 460. Hier oben stehen ja noch Panzer von uns. Ja. Ja. Wo sollen die denn hingehen, Boy? Nehmt sie da, wo sie am meisten braucht, keine Ahnung. Karte, fuhu! Eigentlich nirgendwo. Hey, Briten hat kapituliert. Yay. Zu Mann. Byzant. Er kennt nicht das byzantinische Wales. Oh, nice. Ist das echt Frankreich? Wo ist denn Frankreich? Ja, wo ist denn Frankreich? Oder so. Ja, Alter, die Pepete oder so, keine Ahnung, ist deren Hauptstadt. Wo ist das? Warte, ja. Wirklich am Arsch der Welt. Es gibt doch diesen einen Punkt, der am weitesten weg ist von jeder Landmasse. Ich glaube, der ist da. Ja, irgendwo da in der Nähe. Haben wir irgendwie Divisionen hier, die mit denen wir landen könnten? Naja, wir könnten. Hatten wir nicht mal hier was? Okay, haben wir nicht. Ja, wir haben da. Ach, Venezuela kann ich nicht übernehmen, die Truppen. So, wir schicken schon mal das. Wie lange dauert es denn, bis man angenommen wird? Also, normalerweise geht es ziemlich schnell. Sache ist nur die, dass sowohl Gameboy als auch ich das normalerweise machen. Unter anderem Komet gesichtet. Achso, die E163 Komet. Auf jeden Fall, ja, dadurch, dass wir halt beide das jetzt schon mal nicht machen können, dauert es ein bisschen länger. Ich weiß nicht, was die anderen Admins machen. Der Byzantium, was machen die da für Ablehnen, Junge? Ja, wir klären mal bis zum nächsten Part, wie wir da weitermachen, weil es ist ja total nervig, dass die jetzt mit dem Sowjet einfach Frieden schließen, so ungefähr. Weil dann sind unsere Truppen ja wahrscheinlich auf Dauer besser angesetzt, wenn wir einfach unsere Truppen abziehen, in Rumänien einmarschieren, das erobern und dann eben eine größere Front haben. Hm. Was macht eigentlich Italien? Keine Ahnung, können wir da einfach einmarschieren? Weiß nicht. Ja, sie existieren wahrscheinlich einfach nur. Ist wahrscheinlich das. Der ist aber mit dem Dings, mit dem Sowjet im Krieg eigentlich. Ja, aber die machen doch da Frieden geschlossen. Nein, das sind zwei verschiedene Bündnisse. Der ist mit dem Beats. Ah, okay, der Rumäne ist ein anderes Bündnis. Genau. Nein, der Rumäne ist auch. Nee, auch nicht, es wird nur Buggy angezeigt. Das ist richtig Buggy. Okay. Ja. Können wir bitte einfach in Italien einmarschieren? Der hat sogar Truppen an unserer Grenze, der marschiert wahrscheinlich gleich bei uns ein. Ja, wir klären das bis zum nächsten Part. Guck dir die Front an. Die marschiert gleich bei uns ein. Ich würde sagen, wir beenden den Part einfach jetzt an der Stelle, weil ich bin mit 30 Minuten und die USA ist raus und wir sind bei 22 Uhr. Dann machen wir einfach nächste Woche weiter. Ich dachte, es wäre Ende heute.
Nee, ja, in dem Fall nicht, wenn wir heute, wenn noch so viel geht, dann natürlich nicht. Ich bin gerade auch recht. Genau, dann würde ich den Partner an der Stelle beenden. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Daniel und ich müssen uns bis zum nächsten Mal wirklich überlegen, wie wir irgendwie noch gegen den Sowjet klarkommen. Ich meine, es kann ja nicht so schwer sein. Übernahme haben ja auch schon andere Leute geschafft. Bitte ablehnen. Ja, wir sind eh durch. 22:05 Uhr. Genau. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.